Guten Tag, meine Damen und Herren der gepflegten Meerschweinchenunterhaltung. Ich krieg das noch ein bisschen heller, einwandfrei. Guck mal, da ist, ich habe schon so viele Meerschweinchen, dass ich keine Ahnung mehr habe, wer es alles ist. Ist ja unglaublich. Aber hier haben wir auf jeden Fall Banana Colada. Und ich glaube, ich habe die nie richtig vernünftig vorgestellt, kann das sein? Und natürlich geht jetzt der Akku leer. Hallo Con. So, ich wechsle mal kurz den Akku. Bleibt alle da, wo ihr seid. Ihr bleibt alle da, wo ihr seid. Und da sind wir auch schon direkt wieder. So, sind alle noch da? Nein, da sind natürlich wieder alle verkrümmelt. Aber ich habe ja die Spezialfähigkeit, Meerschweinchen hervorzulocken. Einen Moment. Das kriegen wir hin. Und zwar so. Tada! Essen. Und ich wollte euch jetzt so ein bisschen was über die blöden Marys erzählen, weil ich habe über schon eine Woche bestimmt kein Video mehr gemacht und habe gedacht, es wird mal höchste Zeit, weil ich das hier mal alle 5 Tage eigentlich machen wollte. Und eigentlich sollten jetzt die ganzen blöden Viecher jetzt mal hier hinkommen, was natürlich aber nicht der Fall ist. Ist natürlich klar. Also versuche ich das mit mehr Essen. So einfach geht das. Mal gucken, wann die ersten kommen. Cotton traut sich auf jeden Fall schon mal wieder nach vor. Der klaut das wahrscheinlich und rennt damit ganz weit weg. Und das ist Banana Colada, die ich leider nie vorgestellt habe. Genau wie Schoko da im Hintergrund. Ne? Hier haben wir auch direkt die beiden neuen. Ne? Banana Colada, sehr gut gefunden. Hat so einen kleinen Strich da drin. Und Schoko, weil Schoko einfach awesome ist. Ja, die wollte ich auch irgendwann mal richtig vernünftig vorstellen. Das werde ich ja wahrscheinlich auch noch machen. Also keine Sorge, aber für alle, die es jetzt mal wissen sollten und mir nicht auf Twitter und Facebook folgen, warum auch immer ihr das tun solltet, links unten in der Videobeschreibung. Oh, ne, die wüssten das nämlich. Und da ist Tiramisu. Ich bin gerade mega überrascht, dass Tiramisu sich raustraut. Hallo Pumpkin, nicht Tartuffo. Alles klar? Gott, bist du nah an mir. Ist ja unglaublich. Wie gesagt, Tiramisu müsste neben Cotton das älteste Meerschweinchen sein, was ich im kompletten Stall habe. Und danach müsste, glaube ich, Cookie und Bananasplit kommen. Ja, ja. Und da hinten ist Prinzessin Petit Four, die ich mittlerweile zu einem Kurzhaar-Meerschweinchen gemacht habe, welches aber langsam wieder lang wächst, wächst. Und da hinten sehen wir den Arsch eines Meerschweinchenbabys. Irgendwo da. Aber die hole ich gleich auch nochmal raus, also keine Sorge. Dann seht ihr die auch. Die sind nämlich jetzt, glaube ich, schon 14 Tage alt. Und ja, sie werden immer größer. Ich mache gerade eine Fotostory, quasi das Projekt Meerschweinchen. Oh, hallo Mö, gibt es dich auch? Und hallo Trüffelmutter, ist es klar? Okay. Ich mache das Projekt Meerschweinchen, was so viel bedeutet, ich mache mit den Babys, solange ich sie habe, jeden Tag ein Bild in ungefähr genau der gleichen Position. Ich meine, jeder, der Meerschweinchen schon mal versucht hat, immer gleich zu filmen, der wird wissen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und ja, versuche dann halt jeden Tag am gleichen Uhrzeit immer ein Bild zu machen und werde das dann in ein paar Monaten, werde ich sie dann alle schön hintereinander schneiden und werde das dann hochladen, dass ihr mal einen kompletten Werdegang, jeden Tag ein Bild habt, das ihr bewundern könnt. Das wird auch sehr interessant zu sein, weil man das ja dann vernünftig sieht, wie sie wachsen. Und am Mitte Februar kriege ich ein Kui. Was ist ein Kui? Ein Kui ist ein Riesenmeerschweinchen. Das ist noch ganz jung, das ist vor mittlerweile jetzt fast einer Woche geboren. Sieht auch ungefähr so aus wie Banana Colada und Banana Split. Wo auch immer gerade Banana Split ist, ist doch sowieso normalerweise das Showschwein. Ich verstehe gar nicht, wo die ist, das ist ja unglaublich. Die hole ich gleich auch nochmal ran. Und dann kriegen die hier Gesellschaft. Und bevor wieder alle rumheulen, ja, ich war bei diversen Züchtern und es ist absolut kein Problem, Kuis mit normalen Meerschweinchen zusammenzusetzen. Also bevor wieder irgendwelche Möchtegern-Züchter meinen, jetzt müssen sie rumheulen, ihr habt keine Ahnung, wartet erstmal ab. Ja, weil ich tue ja nichts, was mein Meerschweinchen auch nur ansatzweise schaden würde. Dazu müsste ich ja den Intelligenzquotient einer Erdnuss haben. Also wir werden das auch testen. Und wenn das jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht funktionieren sollte, dann werde ich natürlich extra ein Gehege bauen und mir noch ein zweites Kui holen, was ich sowieso wahrscheinlich vorhatte. Aber ich suche halt noch das Perfekte. Jetzt habe ich natürlich das eine schon gefunden, weil das halt original so in der Richtung ist wie Bananasplit und so weiter und so weiter. Und in dem Sinne, da hinten sieht man die beiden wunderschönen Marys. Kleinen Scheißer. Ist auf jeden Fall faszinierend, dass sie, das Weibchen, jetzt schon größer ist als das Männchen da. Weil ich immer gedacht habe, das Männchen wird größer. Ach, guckt euch doch mal Schoko an. Ist das nicht ein schönes Schwein? Oh mein Gott. Ist das ein schönes Schwein? Unglaublich. Da ist eine Banana Colada von der Aufnahme. Und Prinzessin Petit Four. Und das Cotton. Das Cotton geht ihm her. Und da ist ein kleiner Scheißer.
Hallo kleiner Scheißer. Du bist auch schon im Alter, dass du was essen kannst. Finde ich auch mega faszinierend. Weil die essen ja die ersten paar Tage bis Wochen gar nichts, trinken ja nur von der Mutter und irgendwann fangen sie dann immer an, da an den Blättern rumzuzuppen, essen dann aber dann trotzdem irgendwie nichts. Und ich bin gerade echt erstaunt, dass Banana Split nirgendwo rauskommt. Aber Banana Colada steht ja, dann gebe ich die Show. Es wird auf jeden Fall ein interessanter Charakter sein, weil sie wird wie Banana Split sein, nur noch viel böser, aber lieber zu Menschen. Aber nur, solange sie nicht da sind. Nee, solange sie da sind. Wenn sie weg sind, ist hier Weltherrschaft und so, ne? Also wird Banana Split und Banana Colada ein super Duo sein, was wahrscheinlich dann auch noch bald in ein Trio ausartet, wenn das neue Meerschweinchen, das Kui, kommt. Was ich auch irgendwas mit Banana nennen werde, wahrscheinlich Banana Shake. Ich bin mir da noch absolut unschlüssig. Und wir gucken einfach mal, was die Zeit so bringt. So, das war's mit dem Meerschweinchen. Ich wollte nur so ein kleineres Update machen. Sagen, dass ich jetzt gefälligst wieder alle 5 Tage was mache. Also keine Sorge, ihr werdet kleine fressende Meerschweinchen sehen. Ich werde die Katzen auch immer schön filmen. Ich habe da letztens was mit einem iPhone rausgefunden und einer Katze. Das muss ich euch dann unbedingt zeigen. Das wird mega lustig. Und ansonsten, da hinten ist Bananasplit. Oh mein Gott, danke, dass ich die jetzt nochmal sehen darf. Kannst du nicht einmal in dieses Gehege kommen und mich nicht filmen? Das wäre wundervoll. Dann leck mich doch einfach fest. Da vorne sind genug Leute. Film die. Was ein verwöhntes Miststück. Und ansonsten würde ich sagen, ich gehe demnächst auch wahrscheinlich nochmal zu einer Bekannten. Die hat Chinchillas, die wollte ich filmen und so weiter und so weiter. Mal gucken, was alles noch kommt. Also ich wollte auch mal einen Wettbewerb machen. Wer ist das coolste Meerschweinchen und wer ist das schönste Meerschweinchen, wo ihr dann alle mitwählen dürft und so weiter und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, Cookie sagt jetzt einfach mal Tschüss. Oh mein Gott, ein Schatten, ich bin weg. Oder wendet sich mir den Arsch. Ey Cookie, komm mal hier hin. Na gut. Kannst du bitte Tschüss sagen? Sag doch mal Tschüss, Cookie. Tschüss, Cookie. Ach, Cookie, kannst du auch einmal ernst sein? Aber nur, wenn es sein sag, muss. Sag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Cookie. Okay, komm, vergiss es, ich gebe auf. Bis dann. Schatten ist doof. Ja, ja, klar. Bis dann.